Hey Leute, ein weiteres kleines Programm und zwar Conway's Game of Life. Dafür, das starten wir einfach mal. Und das ist mit denselben Routinen gemacht und das Game of Life ist im Prinzip eine Simulation, wie kleine Pixel auf dem Bildschirm überleben und das soll im Prinzip so eine Art, das ist keine Lebenssimulation, aber etwas, was im Jahr 1970 gemacht wurde und das habe ich einfach mal nachprogrammiert und das geht mit diesen wunderschönen kleinen Grafikroutinen, die wir hier haben, natürlich sehr, sehr schön und das Konzept ist folgendes, Spiel des Lebens, Conway's Game of Life, ihr könnt das bei Wikipedia nachschlagen. Das läuft letztendlich dahin, dass ihr so eine Zelle habt. Und wenn so eine Zelle, irgendeine Zelle, drei Nachbarn hat, die lebend sind, dann ist die nächste, wird dort eine Zelle geboren. Wenn es zwei hat, dann überlebt sie einfach. Wenn sie weniger als zwei hat, dann stirbt sie, weil irgendwie wegen Vereinsamung. Wenn es mehr als drei hat, stirbt es wegen Überbevölkerung. Und das ist eigentlich alles, was hier läuft. Und dieses Programm läuft jetzt irgendwie friedlich vor sich hin. Und wie ihr seht, ist das sehr, sehr komplex, obwohl das nur ganz einfache Sachen sind. Da können interessante Sachen passieren. Ich weiß nicht, ob wir hier was Interessantes erleben können. Also hier haben wir zum Beispiel diese Blinker. Hier haben wir so einen kleinen Wandernden. Seht ihr den? Diese kleinen wandernden Strukturen, das sind, wie heißen sie? Creeper oder so ähnlich heißen die. Hier muss ich mal nachgucken. Das ist praktisch diese Struktur. Hier sind so ein paar Strukturen. Das hier ist der Gleiter, genau. Der Gleiter, das war das, was wir eben gesehen haben. Hier gibt es verschiedene ähnliche Strukturen, auch teilweise Blinker, Uhr, Kröte und so weiter. Das sind so stabile Strukturen, die sich dann bilden können. Und damit rumzuspielen macht einfach irrsinnig Spaß. Das habe ich mal eben so reinprogrammiert, weil ich sowieso schon dabei war und weil es Feiertage sind. Und hier sieht man irgendwie, dass hier solche Strukturen sich bilden. Hier ist wieder so ein Gleiter, den sieht man wieder. Da kann man sich überlegen, wieso der eigentlich sich bewegt und warum der so ist. Hier haben wir jetzt eine stabile Struktur, also praktisch so einen Kreis. Es gibt hier auch noch andere stabile Strukturen. Dann gibt es eben diese Blinker, die gibt es ziemlich viel und andere. Das heißt, das ist ja im Großen und Ganzen das Programm. Und damit kann man irgendwie wunderbar rumspielen. Das ist natürlich auch auf dem Raspberry Pi vorhanden. Wenn ihr euch da einloggt, ihr könnt euch das eben, wie gesagt, immer rauskopieren. Ich habe das momentan gespeichert unter Lua. Also es gehört ja nicht direkt zum Unterricht. Wo habe ich das? Lua Library. Lua Drawville. Und da sind es in den Examples. Da sind die Dinger drin und hier kann man den einfach starten live und dann wird das laufen. Auf dem Raspberry Pi braucht er etwas länger, weil das ist nicht ganz so schnell. Das heißt, das ist schon irgendwie einiges an Rechenpower, die da reingeht. Das könnte man optimieren, aber ich wollte es möglichst einfach halten, sodass ihr das irgendwie auch nachvollziehen könnt. Denn was habe ich genau gemacht? Also ich stoppe den mal, mit Q kommt man immer raus. Was habe ich gemacht? Ich gucke mir das mal kurz an. Live. Und wir haben irgendwie im Großen und Ganzen den üblichen Aufbau hier oben, also praktisch das Öffnen von Curses, das Setzen der Fenster. Dann habe ich hier eine kleine Routine geschrieben, die mit in den Canvas einbaut, die einfach nur feststellt, der zielt die Nachbarn von einem Punkt. Dafür nehme ich irgendwie jetzt hier, also das könnt ihr euch dann angucken, der zählt einfach nur, wie viele Nachbarn sind, gibt die Zahl zurück. Dann ist hier eigentlich die Hauptschleife, die seht ihr hier. Und die Hauptschleife läuft eigentlich dahin, dass ich irgendwie immer den Cursor auf die oberste setze. Und ich schalte im Prinzip zwischen zwei Canvas, zwischen zwei Zeichen Screen und hin und her, die ich hier setze. Hier habe ich die beiden Canvas geholt. Setze C1 und C2, das tausche ich hier oben wie unten immer aus. Also 1 wird zu 2, 2 wird zu 1. Also ich schalte die beiden Canvases einfach hin und her. Und dazwischen, praktisch in diesen Zeichenscreens, fange ich an, dann zu zeichnen. Und das ist eigentlich Conway. Das ist alles. Wenn es drei sind, dann wird ein neuer geboren. Wenn es zwei sind und der Pixel ist gesetzt, dann überlebt er.
Und so schalte ich immer wieder von einem zum nächsten und den alten lösche ich hier, den alten Canvas. Also hier sage ich immer, der alte Canvas wird gelöscht und der neue Canvas wird dann wieder beschrieben hier. Also der nächste neue wird gelöscht, damit er dann irgendwie hier wieder neu beschrieben wird. Oh, das ist eigentlich alles. So, und ich habe das momentan so gemacht, dass er alle 100 Millisekunden, also macht ein paar Pause dazwischen. Das ist auf dem Raspberry Pi, da braucht er länger zum Rechnen. Das könnte man, wie gesagt, beschleunigen. Ich wollte es möglichst einfach halten, deswegen habe ich das so gemacht. Also, das ist, also Conway's Game of Life, das hier ist Conway's Game of Life, mehr oder weniger. Und das ist noch übersichtlich und deswegen habe ich das gemacht. Falls es euch interessiert, könnt ihr euch da reingucken und ich lasse es nochmal laufen. Ah, nicht auf dem. Nein, ich bin auf meinem Rechner, genau. So, und da sieht man das dann, dass das irgendwie eigentlich ganz hübsch abgeht. So, und da sind dann irgendwie teilweise eben diese interessanten Strukturen. Die kann man auch explizit eingeben. Das habe ich auch irgendwie hier auch vorgemacht. Ich habe hier zum Beispiel eine Zeile, da habe ich so einen Creeper reingemacht. Wenn ich den jetzt hier rausnehme, also ja, genau, so ein Creeper, dann könntet ihr im Prinzip damit rumspielen. Ah, rumspielen, indem ihr sagt, okay, ich möchte irgendwie die zufällige Füllung nicht mehr haben, sondern ich will nur noch diesen Creeper haben. Dann würde ich das starten und dann sieht man, dass der Creeper ganz schön fein da oben von da oben durchläuft. Nochmal gucken. Hier wird die zufällig gefüllt. Da ist der Creeper. Der Creeper ist in der Mitte irgendwie, also Koordinate 2, 1 wird gesetzt. 3, 2, also immer x, y, ne? Also, dann die unterste sind irgendwie 1, 2, 3, sind alle gesetzt, so wie das hier im Prinzip vorgemacht wurde. Hier ist es vorgemacht, ne? Das ist hier also der mittlere ist gesetzt, der rechte ist gesetzt und unten in der dritten Zeile sind alle gesetzt. Mehr ist das eigentlich nicht. Und das habe ich gemacht, aber das lassen wir mal. Wir lassen wieder den Kram hier zufällig laufen und da läuft er. Das ist Conway's Game of Life. 1970, diesmal auf der Konsole umgesetzt mit Blindenschriftzeichen. Tja, viel Spaß damit und das macht irgendwie Spaß dazu zu gucken. Das hat irgendwie was Meditatives. So, jo, ich denke, das war's auch schon. Bis dann, tschüss.